So, heute soll es also um die Timer Interrupts gehen. Ich gehe direkt mal in den Emulator und wir gucken uns mal an, wie die Timer entsprechend konfiguriert werden. Ich gehe mal auf Peripherals und schaue mir mal die einzelnen Interrupts an. Und da haben wir den Timer 0. Und wir sehen auch hier wieder dieses Feld EAL, Enable All Interrupts. Das heißt, das muss entsprechend freigegeben werden. Dann haben wir hier ein ET0. Das ist das Enable für Timer 0. Also genau das, was wir auch bei den externen Interrupts hatten. Da hieß es EX1 oder EX2, EX0 oder EX1. Und hier heißt es entsprechend ET0 für den Timer 0. Und hier mit TF0 haben wir wieder ein Pending Flag, das gesetzt wird, falls die Interrupt Service Routine ausgeführt werden soll. Okay, zur Konfiguration des Timers haben wir hier noch die Möglichkeit, den Timer 0 hier unten auszuwählen und dann sehen wir hier verschiedene Register, mit denen der Timer konfiguriert werden kann. Die wichtigsten Register ist das TCON-Register und TMOD und was das auf sich hat, das schauen wir uns am besten mal einzeln an für die Register. So, ich habe hier einmal die beiden Fenster reinkopiert. Wir sehen hier im Interrupt-System nochmal unsere Register, um die Interrupts freizugeben. Also einmal das Enable All Register und auch das Enable Timer 0 Register, mit dem wir im Prinzip den Interrupt freigeben können. Und hier mit TF0 haben wir das Interrupt Pending Flag für den entsprechenden Interrupt. Und hier in dem Konfigurationsregistern für den Timer sehen wir einmal die einzelnen Bytes TCON und TMOD. Darüber spreche ich gleich noch einmal. Und dann zwei wichtige Bytes, das ist das TH0, Timer High 0 und Timer Low für den Timer 0. Das sind jeweils ein Byte, also insgesamt 16 Bit. Und hiermit wird letztendlich eingestellt, wie schnell unser Timer dann ablaufen soll. Und das funktioniert folgendermaßen. Also das Prinzip eines Timers sieht so aus, dass ich hier diese beiden Register habe, TH0 und TL0, entsprechend für den Timer 0. Für den Timer 1 heißen die TH1 und TL1. Und die sind jeweils 8 Bit groß. Das heißt, wir haben hier einmal 8 Bit für den TH0 und 8 Bit für das Register TL0. Und wir schreiben in TH0 und TL0 einen bestimmten Wert. Ich schreibe das mal als Beispiel hier überall Einsen rein. So, das müssten 8 Stück sein. So, und hier, na, auch nochmal. Machen wir das mal so und 3 Nullen. Und dann würde nach jedem Maschinenzyklus würde entsprechend diese 16-Bit-Zahl um 1 inkrementiert werden. Das heißt, nach einem Maschinenzyklus sieht das genauso aus und hier steht dann eben eine 001, dann eine 010 und so weiter. Und wenn wir 7 Maschinenzyklen abwarten, dann haben wir hier überall Einsen drin. Und beim nächsten Maschinenzyklus hätten wir einen Überlauf. Das heißt, hier wären dann überall Nullen drin. Hätten hier einen Überlauf. Und bei diesem Überlauf wird letztendlich ein Interrupt ausgelöst. Und so haben wir die Möglichkeit, durch die Wahl der Anfangswerte von TH0 und TL0 zu entscheiden, nach welcher Zeit denn so ein Überlauf passieren soll. Und entsprechend können wir so einen Timer programmieren. Das heißt, wenn wir hier oben die Zahl kleiner wählen, dann würde es entsprechend länger dauern, bis der Timer-Interrupt ausgeführt wird. So funktioniert prinzipiell ein Timer.
Wie das nachher in der Praxis aussieht, das sehen wir gleich noch an einem Beispiel. Okay, gucken wir uns mal diese Register an, T-Con und T-Mod. Beginnen wir mal mit dem T-Con-Register. Das T-Con-Register ist glücklicherweise bitadressierbar. Das heißt, da können wir die einzelnen Bits ansprechen. Von dem T-Con-Register brauchen wir letztendlich nur das Register TR0. Hiermit können wir letztendlich unseren Mikrocontroller starten. Das heißt, wenn wir die Interrupts freigegeben haben, dann können wir anschließend schreiben TR0 gleich 1 und damit würde der Timer im Prinzip loslaufen. Das heißt, nach jedem Maschinenzyklus würden dann diese Register TH0 und TL0 inkrementiert werden. Und dieses TF0, das habe ich eben schon genannt, das ist das Interrupt Pending Flag. Und das sind die beiden Bits, die wir für unseren Timer 0 gebrauchen. Für den Timer 1 wären das entsprechend dann TF1 und TR1. Und diese vier Bits, die kennen wir noch aus der vergangenen Folge. Das waren Bits, die wir für den externen Interrupt brauchen. Okay. Das T-Mod-Register, das ist leider nicht bitadressierbar. Das heißt, da müssen wir im Prinzip das komplette Byte beschreiben. Mit dem T-Mod-Register haben wir letztendlich ein Byte. Und die ersten vier Bits des Bytes sind für den Timer 1 zuständig. Timer 1. Und das hier, die letzten vier Bits, sind für den Timer 0 zuständig. Das heißt, wenn wir uns hier zunächst einmal im Beispiel auf den Timer 0 beschränken, dann haben wir nur mit diesen 4 Bits zu tun. So, wir können dieses erste Bit dafür gebrauchen, um letztendlich unseren Interrupt nicht nur von dem Register Enable All und von dem Register ET 0 abhängig zu machen, sondern wir können das im Prinzip auch noch von einem externen Signal starten und stoppen. Darauf würde ich jetzt erstmal nicht eingehen wollen. Das ist eine Spezialität, die wir vielleicht ein bisschen später machen. Dann haben wir ein Register, das Register CT0. Da legen wir fest, ob wir den Timer mit der Timer-Funktion, also das ist letztendlich dieser Bereich hier, ob wir den Timer mit der Timer-Funktion verwenden wollen oder mit der Counter-Funktion. Unterschied ist der, bei der Timer-Funktion wird letztendlich TH0, werden die Register TH0 und TL0 nach jedem Maschinenzyklus inkrementiert. Das heißt, wir haben eine zeitabhängige Variante, deshalb die Timer-Funktion. Man kann diese Register aber auch verwenden, um sie von externen Signalen inkrementieren zu lassen. Dann kann man im Prinzip diese externen Signale zählen. Das heißt, das würde jetzt nicht zeitabhängig ablaufen, sondern bei jedem externen Signal würde man TH0 und TL0 inkrementieren. Das wäre die entsprechende Counterfunktion. Das gucken wir uns aber auch später mal an. Das heißt, im Moment beschäftigen wir uns erstmal mit dem Timer in der Timer-Funktion. Das wäre also dieses Bit. Und dann haben wir hier noch zwei Bits, T0M1 und T0M0. Und damit können wir entsprechend den Timer konfigurieren, weil es vier verschiedene Modi gibt, auf die man den Timer einstellen kann. Es gibt einmal den Modus 0, der hat mehr historische Bewandtnis. Damals die ersten 8051er hatten einen 13-Bit breiten Timer. Würde man heute so nicht mehr verwenden. Aber aus Kompatibilitätsgründen hat man diesen Modus beibehalten. Sehr häufig nutzt man diesen Modus hier. Das ist der Modus 1. Das ist der 16-Bit-Timer. Das ist im Prinzip der Timer, wo letztendlich TH0 und TL0 quasi als 16-Bit-Register verwendet werden. Also so wie ich es eben gesagt habe, man nimmt TH0, TL0. Die sind jeweils 8-Bit breit, zusammen 16-Bit breit und man hat im Prinzip einen 16-Bit-Timer.
Zähler, die man dann inkrementieren kann. Einen zweiten Modus gibt es, das ist der 8-Bit Auto Reload. Dort nutzt man nur 8-Bit und lässt den anschließend lässt man das entsprechende Register automatisch wieder neu laden. Das heißt, man muss TH0 und TL0 nicht neu initialisieren, sondern man lässt den Wert automatisch laden. Das gucken wir uns später nochmal an. Und in Modus 3 wird auch nicht so häufig verwendet. Das ist ein Modus, da hat man im Prinzip zwei 8-Bit-Timer, die man da verwenden kann. Wir verwenden heute hier in unserem Beispiel diesen 16-Bit-Counter bzw. als Timer. Und in den weiteren Folgen werden wir uns dann noch mit dem Auto-Reload beschäftigen.